Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir werden uns Zero Sievert einmal anschauen. Ein 2T Escape from Tarkov. Escape from Tarkov habe ich gespielt offline ab und zu mal in einem Stream, aber eher wirklich sehr selten. Habe es aber offline relativ viel gezockt. Es ist allerdings bockschwer und das hier soll auch bockschwer sein, aber in 2D. Und es ist halt von Escape from Tarkov extremst, also es spielt auch eigentlich in der gleichen Welt, also inspiriert, und wir gucken uns das Ganze einmal an als kleines Let's Play. Ich will das Game unbedingt zocken, ich habe es einmal in einem Livestream bereits gespielt, war davon mega angetan. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, es ist in 2D-Grafik, Pixel-Art, was ich sehr, sehr liebe, und wir schauen uns das Ganze einfach mal an und mal gucken, wie es sich so spielt, das Ganze. So, wir werden ein neues Spiel anfangen, wir starten auch gleich rein und schauen uns das Ganze einmal an. 2 Stunden 14 Minuten habe ich bereits schon mal gespielt, wir nehmen Slot 1 und sagen Next. Und wir können am Anfang ein bisschen Start-Equipment auswählen. Ich weiß über das Spiel jetzt noch nicht so viel Bescheid. Ich weiß grundsätzlich, wie es funktioniert. Ich weiß, was ich zu tun habe. Aber sonst bin ich tatsächlich Anfänger, was das Ganze angeht. Gucken wir mal, wir werden uns da gemeinsam durchwuscheln. Das Ganze ist momentan nur in Englisch verfügbar. Es wird allerdings in sämtlichen Sprachen, Französisch, Deutsch und so weiter, wird es alles verfügbar sein mit der Zeit. Es ist nämlich hier eine Alpha mal wieder, beziehungsweise eine Beta, die wir momentan spielen. Version 0271. Seht ihr jetzt nicht, weil ich davor hocke, aber das wäre die Version. Hardcore-Mode gibt es noch nicht. Der wäre hier unten. Oh, das sieht man sogar. So, Kamera ist hoffentlich ansatzweise vernünftig platziert. So, Equipment 1. Wir kriegen immer so, also wir können hier verschiedene Start-Equipment auswählen. Hier beispielsweise hätte man eine AK, müsste das sein. Das hier wäre eine Schrotflinte. Hier haben wir eine, es müsste eine Mosin sein. Oh, mit Zielfernrohr, cool. Das wäre eine SKS, glaube ich. Das hier ist nur Handfeuerwaffe und das hier ist eine... Weiß nicht, irgendeine Maschinenpistole. Ich bin mit Waffentypen jetzt nicht so drin, aber es sind tatsächlich auch die Waffen, von, die es in Escape from Tarkov gibt. Selbst das Material und alles, wir werden sehen. Ich werde ein paar Parallelen ziehen können. Ich kenne Escape from Tarkov, schauen wir mal. Das Interessante hierbei ist, dass wir tatsächlich die Mosin haben mit einem Zielfernrohr, was sehr cool ist. Ich würde das fast mal spielen wollen. Ich bin mit der hier, mit der SKS, eigentlich am besten klargekommen bis jetzt, aber ich würde die hier mal eigentlich fast spielen wollen. Wobei mir eine Mosin finden können, weil Zielfernrohr ist halt, wäre schon Luxus, aber die SKS ist halt auch geil. Ja, wir gucken uns mal das Zielfernrohr an und sagen mal Start bei der Mosin. Wir spielen mal die Mosin. Ich glaube allerdings, du kriegst keine Munition für die Mosin mehr. Das ist das Problem. Die musst du erst freischalten. Für die SKS. Ja, wir spielen die SKS, da kriegen wir zumindest Munition. So, wir starten mit der SKS. Die Mosin wegen dem Zielfernrohr wäre cool, aber wir kriegen noch ein Zielfernrohr. So. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt auf Englisch. Wir können skippen wollen wir nicht. Linke Maus, LMP. Okay. Okay, wir sind also auch in einem Bunker. Allerdings ist der Bunker bewohnter wie in Escape from Tarkov. Da haben wir zwar auch einen Bunker, aber der gehört uns alleine. So. Genau, jetzt wird es grundsätzlich erklärt. Also wir können mit ihm hier, können wir auf die Map und können uns dementsprechend verschiedene Missionen holen. Missionen kriegen wir auch natürlich beim Barkeeper oder beim Händler. Und können uns hier auch ausrüsten. Wir haben auch einen persönlichen Raum, den wir wieder gestalten können. Wie auch in Escape from Tarkov, wo wir den eigenen Bunker haben. So, und mit J können wir unsere Position. Tab können wir unser Inventory sehen. Jo, alles klar. So, hier sind wir auch schon. Also, das hier ist unser persönlicher Raum oder Räume, die wir haben, die wir ausrüsten können. Ich habe noch keine Ahnung. Das hier ist unser Stash, den wir haben. Also unser Lagerchen. Wir haben eine Rüstung bekommen. Das ist jetzt Bulletproof Vest. Haltbarkeit ist bei 100%. Die Haltbarkeit ist tatsächlich relativ wichtig bei den Wingen. Und das ist eine Klasse 2 Weste jetzt nur. Wir legen jetzt gleich mal natürlich das Wasser, das Brot weg. Das ganze andere Zeug hier weg. Was haben wir jetzt hier noch liegen? Da bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen. Es gibt, also das hier stoppt Blutung. Bleed 1. Also eine Blutung. Man kann mehrere Blutungen haben. Wound 15. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob mir das 15 AP wieder gibt. Ich glaube nämlich nicht. First Aid Medic. Und hier Medic T000 1150 für 8 Sekunden. Ich würde... Wie schwer sind die Dinger? Steht das dabei? Ja, wir haben nämlich jetzt schon 6 Kilo ausgerüstet von 17, die wir tragen können. Das ist relativ viel. So, das hier. Wir sollten auf jeden Fall hier noch ein bisschen was weglegen. Die Verbände können wir mitnehmen. Die wiegen nicht so viel. Kann ich das eigentlich irgendwie ziehen? Also, nee, nicht use. Scrap auch nicht. Auch noch irgendwie eine Tastenkombination, wie wir das aufteilen können. Ah, mit STRG können wir es. Mit STRT können wir es aufteilen. STRG und ziehen könnten wir es aufteilen. Wir machen mal so, dann haben wir nämlich wenig Gewicht dabei. Ist relativ wichtig, weil ich will ein bisschen was natürlich looten.
Wir haben hier eine Craft Station, wo wir Zeug bauen können. Medication können wir nichts bauen. Ammunition können wir auch nichts bauen. Also Munition. Dazu brauchen wir gewisse Tools. Food könnten wir bereits schon was machen. Mit, also wir können Wasserflaschen herstellen. Wir können Brot herstellen durch vergammeltes Brot. Und es gibt auch hier natürlich Durst und Nahrung. Und je weniger Nahrung und weniger Durst oder je mehr Durst wir haben, desto weniger können wir Tragekapazität haben. Repair-Kits für Waffen können wir alles noch nicht herstellen. Repair-Gear können wir auch noch nicht. Waffenmodifikationen kann man machen, tatsächlich wie in Escape from Tarkov. Es ist natürlich alles in 2D-Pixel-Art, aber wie gesagt, ich stehe sehr drauf. Man muss es allerdings mögen, wenn man das spielen möchte. Scopes haben wir jetzt hier noch keine, also wir können hier nichts installieren. Wir könnten hier ein Magazin haben wir drin, 10-Schuss-Magazin. Und es gibt dann noch verschiedene Anbauteile. Modulare Tiers, das ist jetzt beispielsweise, wir brauchen sowas wie Schrauben, Schraubenzieher, Rohre, Panzertape, Schraubenschlüssel, um beispielsweise unseren Stash, also unsere Truhe zu erweitern. Wir könnten uns ein Bett anbauen, wo wir drin schlafen können. Dafür brauchen wir aber auch Pillow, Kopfkissen und so weiter und so fort. Und ja, eine Schmiede und so weiter. Man kann, glaube ich, das habe ich hier gesehen, man kann, glaube ich, sogar Scavengers losschicken. Also Leute, die ein Zeug so exakt wie von Escape from Tarkov. Christmas-Aktion gibt es auch, da musst du allerdings auch spezielles Zeug abgeben, damit du die Waffe hier beispielsweise bekommst. Eine Santa EC-74, einen Weihnachtsmann-Umhang. So, im Moment ist immer alles noch voll, aber das geht hier recht schnell runter, wie ihr seht. Das funktioniert tatsächlich recht zügig. Du musst am Anfang, das habe ich gemerkt, am Anfang ist es gut, wenn du hier beim Händler gleich mal einkaufen gehst. Und zwar, wenn du dir erstmal gleich Brot und Wasser kaufst. Oder am besten eigentlich noch gleich hier Tushonka und erstmal ein bisschen Kohle dafür ausgibst. Weil, hier auch, damit können wir nämlich craften. Weil am Anfang geht ja relativ zügig das Geld nämlich flöten. Guck mal, selbst vergammeltes Brot können wir am Anfang gleich mal kaufen. Gehen wir erstmal die 1000. Auch hier in Rubel wird bezahlt, also auch wie in Escape from Tarkov. Jeden Tag wird hier allerdings aufgefüllt beim Händler und man könnte theoretisch einfach durchschlafen. Aber wir füllen jetzt gleich mal hier unser Essen auf, denn das Spiel ist sehr schwer. Ich bin am Anfang, keine Ahnung, ich bin eigentlich fast nur gestorben. Ich habe 2-3 Mal überlebt, bin sonst die ganze Zeit nur verreckt. Deswegen schauen wir mal. Wir nehmen jetzt erstmal die ersten Missionen auch an. Das können wir hier machen unter Task. Und haben wir First Steps Part 1. Wir können das Ganze jetzt hier durchlesen. Das werden wir jetzt nicht tun. Aber wir können jetzt erstmal sagen hier, was sollen wir machen? Survive 1 times in the forest. Also einmal im Forest überleben. Und dann kriegen wir hier beispielsweise ein Book für Medic, ein Book für Gunsmith oder für Cooking. To gain 1 point in Cooking. Wir haben ein Skillsystem. Moment, das müssen wir akzeptieren. Jetzt haben wir es akzeptiert. Können hier auf Back gehen. Können hier auf Trade übrigens hier. Natürlich können wir auch hier Bücher beispielsweise kaufen. Die kosten allerdings 10.000. Können wir uns nicht leisten. Armor können wir kaufen. Hier ist so eine Polizeiarmor Klasse 3 beispielsweise. Es gibt verschiedene Munitionstypen. Es gibt HP-Munition, es gibt PS-Munition, es gibt Unterschall-Munition. Es gibt Waffen, die wir kaufen können. Und so weiter und so fort. Was wir leider noch nicht kaufen können, ist Anbauteile. Auch hier müssen wir den Händler mit Ruf leveln, soweit ich das weiß. So, wir haben mit der Taste J haben wir unseren kleinen Pitboy. Mehr oder weniger. Karte haben wir hier nicht. Aber wir haben hier die erste Aufgabe. Hier können wir nochmal nachlesen, was wir machen sollen. Dann haben wir hier bereits unseren eigenen Fortschritt. Rookie Hunter sind wir im Moment. Und hier, was wir bereits erreicht haben. Nichts im Moment, klar. Dann haben wir hier einmal Fitness Level. Stamina, Shooting, Charisma, Medical, Cooking und so weiter. Und hier Learn New Recipes to Cook in the Kitchen. And slightly increase the natural. Okay. 3%. Plus 3% vom Essen. Repair Kits könnte man hier bauen mit Gunsmith. Und Medic wäre für Heilung dann natürlich da. So, Basisausbau. Also hier sehen wir unsere 2 Räume oder 3 Räume, die wir letztendlich haben. Und hier können wir beispielsweise verschiedene Dinge dann hinziehen. Wenn wir die nötigen Materialien haben, geht das glaube ich so, dass du die irgendwie hinziehen musst. Out here to install. Genau, und dann, wenn wir die nötigen Materialien haben, können wir das dann hier installieren, wenn wir möchten. Wir können uns so unsere eigene Basis zusammenbauen. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Und es gibt verschiedene Fraktionen. Banditen, klar, es gibt ja im Moment diese Fraktion hier, wo man uns, wo man sich Ruf erarbeiten kann. Wenn wir Quests beispielsweise erfüllen, natürlich geht der Ruf auch runter, wenn wir gegen diese kämpfen. Aber wie gesagt, das ist jetzt so meine Grundinformation, die ich mir selber beigebracht habe in diesen 2 Stunden Gameplay, die ich gemacht habe. Wir werden noch vieles gemeinsam lernen können. So, er hat auch Aufgaben für uns. Material. Ach, guck mal, wir kriegen andere... Also, ich hatte tatsächlich die Quests in random. Cool. Ich hatte eine andere Quest im Livestream.
habe ich nämlich Waffenteile bekommen von ihm, wo ich ihm aber auch 40 Scrap Metal bringen musste, Screwdrivers und so, oder Muttern, Nägel und so weiter. Da hatte ich Waffenteile statt Munition. Interessant. Sag mal, accept. Und dann want to leave. Dann machen wir uns mal unser erstes... Moment, was muss man eigentlich machen? Objektiv. Sollten wir nicht auch irgendwas finden mal für irgendjemand? Einmal würde noch ganz kurz gucken. Es gibt nur einen Medic, der uns heilen kann. Ich weiß nicht, ob der uns auch Quests geben kann. Da müssen wir mal kurz nachgucken. Das ist, so weit habe ich nicht gespielt. Tatsächlich, er hat auch noch Quests für uns. Collect 12 Raw Meat. Ah, accept. Und von ihm kriegen wir dann auch mal Zeug. Hier können wir uns beispielsweise heilen lassen und natürlich Heilzeug kaufen. Es gibt natürlich Zero Sievert, letztendlich Radioaktivität, ist ja im Titel mit drin. Und da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, hier oben beispielsweise 0 von 15. Und Nahrung und Wasser geht jetzt hier langsam rauf und runter. Und ja, wir gehen jetzt erstmal raus und probieren mal unser Glück. Es kann sein, dass wir gleich sofort tot sind. Es kann sein, dass wir auch überleben. Momentan gibt es diese 5 Maps. Ich habe bis jetzt nur Forest gespielt. Ich habe keine Ahnung gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie sich die anderen spielen. Kosten im Moment bei allen 0 immerhin, wenn wir da hinreisen. Wir reisen mit dem Zug. Und ich bin jetzt mal gespannt. Die Maps, auf die wir kommen, ist random, also prozentual generiert. Das heißt, es gibt immer eine Stadt beispielsweise. Es gibt immer einen Boss tatsächlich auch, wie in Escape from Tarkov. Aber der Rest ist alles so random verteilt. Es gibt auch tatsächlich Hunter-Verstecke. So, press any key. Und sehr interessant, es gibt auch Ghule übrigens. Also wir werden auch gegen Zombies mehr oder weniger kämpfen in dem Spiel. Es gibt Ghule, es gibt Wölfe, es gibt Bären, es gibt Banditen. Es ist ein reines Singleplayer-Spiel. Wir spielen nicht gegen andere Personen. Wichtig. So, wir laden einmal. Unten links. Spiegel verkehrt, wie immer. Hier seht ihr meine Munition. Oben sehen wir dementsprechend die HP und unsere Ausdauer. Und Schnelltasten wären noch hier unten die 3 und die 4. Hier ist unsere Munition. Wir können momentan 17,5 Kilo mitschleppen. Mit der Taste J können wir hier beispielsweise die Map aufrufen. Geht auch mit der Taste M. Haben 2 Extraktionspunkte. Das ist einer. Und da unten ist einer. Und ich würde, glaube ich, den näheren nehmen wollen. Am Anfang will ich jetzt eigentlich... Du musst looten, weil du sonst nicht weit kommst. Wir können mit der rechten Maustaste können wir so ein bisschen zoomen. Und wir müssen aufpassen, es gibt Radioaktivität. Das zeige ich euch, wenn wir es sehen. Und eben Tiere, Ghule und andere NPC-Gegner, die tatsächlich sehr, sehr gut schießen. Und sollten wir auch so einen Boss treffen, sind wir auch mit einem Schuss tot. Es gibt auch Sniper-Gegner. Es gibt normale Gegner mit MGs. Die Gegner kämpfen auch gegeneinander. Das ist sehr cool. Du hörst ab und zu mal Schussgeräusche. Dann kämpft tatsächlich irgendwo jemand. War das gerade eine Phase, glaube ich. Und es gibt verschiedene Punkte auf der Karte. Hier ist beispielsweise das hier. Ist Radioaktivität. Da dürfen wir nicht reinlaufen. Wenn wir hier reinlaufen, verlieren wir massiv HP und sterben auch. Hier genauso. Das hier ist alles radioaktiv. Und hier oben sind die ersten Wölfe. Die wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht brauchen. Doch, wir brauchen Fleisch. Rohes Fleisch. Wir brauchen tatsächlich Wölfe. Also ihn hier könnte man schon mal schießen. Wölfe kommen aber gerne im Rudel vor. Deswegen musst du da ein bisschen aufpassen, wenn es zu viele werden, hast ein Problemchen. Offene Flächen sind scheiße. Stehen wir hinter den Steinen, also alles, was hier gelb oder hell zu sehen ist, sehen wir. Wenn ein Gegner hinter einem Stein steht, sehen wir den nicht, wenn er nicht in Sichtlinie ist. Okay, den ersten Wolf hätten wir. Muss ein bisschen aufpassen. Tiere greifen auch durchaus an. Weiter Wolf. Und hier mit F können wir dann dementsprechend looten. Und da haben wir das erste Fleisch. Muss nachladen. Okay, eigentlich soll er mit 2 Schuss tot sein. Vielleicht verblutet er noch. Wenn der Pfeil rot in der Mitte ist, haben wir kein sicheres, also haben wir kein Schussfeld. Das heißt, ein Baum ist im Weg zum Beispiel. So, von der Strahlung halten wir uns jetzt erstmal fern. Eigentlich auch von den großen offenen Flächen. Ich weiß noch nicht, wie es ist tatsächlich, wenn ich schieße. NPCs laufen durch die Maps. Ich weiß jetzt nicht, ob die auf mich schießen oder dahin kommen, wo geschossen wird. Es gibt nämlich, glaube ich, auch tatsächlich Schalldämpfer. Aber soweit habe ich alles noch nicht gespielt. So,
So, wir laufen mal in die Richtung. Es gibt Häuser zum Looten. Es gibt Bodenverstecke zum Looten. Wieso ist hier alles verseucht? Diese Kristalle sind sehr viel wert, aber leider sind die immer mit Radioaktivität verbunden. Ist das ein Versteck oder was ist das denn? Ist doch kein Versteck, oder? Nee. Und wie gesagt, Kuhle und so weiter und so fort. Und hier sehen wir es beispielsweise, hinter dem Stein sehe ich nichts. Wenn ich jetzt hier mich drehe, um den Stein herum sehe ich was. Das Coole ist auch, ich habe tatsächlich schon gesehen, wie einer von Wildschweinen beispielsweise getötet worden ist. Da kannst du die Leiche von ihm looten. Du musst dir die Hände selber nicht schmutzig machen. Schade, dass wir jetzt noch kein Haus bauen da oben. Zwei Stück mit Radioaktivitätsumhang. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die kriege. Können es probieren. Aber ich könnte sein, dass wir gleich hops gehen. Was sind drei? Ne, das lassen wir mal. Ah, Banditen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das die... Okay, das sind normale Banditen. Die, gegen die können wir es mal probieren. Ob wir ihn hier beispielsweise kriegen. Den Hammer. Das sind normalerweise mehr wie einer. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen. Wenn jetzt hinter dem Stein einer steht, sehen wir den nicht. Da werden mehr sein. Das sind noch Kisten. Einen haben wir bereits gekillt. Das ist definitiv mehr wie einer. So, wir können in Häuser rein. Wir können auch hier natürlich looten. Klopapier. Cool. Zigaretten. Hier haben wir die ersten Muttern, die wir brauchen. Gelbe Gegenstände sind Questgegenstände, die wir brauchen. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit, was wir tragen können. Selbstverständlich. So, wir müssen aufpassen. Hier können jetzt trotzdem natürlich noch nicht sein. Und ihr seht schon, auch Kisten beispielsweise sind nur da, wenn sie da sind. Ist das nur einer gewesen? Weißt du, das ist immer mehr wie einer. Ich war noch nie einer bei so einem Lager. Das reicht doch. Banditenlager nämlich. Die bewegen sich auch, also die sind tatsächlich recht laut. Ich glaube, ich habe keine freie Sicht auf ihn. Die sind nicht unintelligent. Okay, den Hammer. Würde ich die unglaublich gerne plündern. Ich glaube, das war's. Zwei ist realistisch. Wir brauchen erstmal alles natürlich, was wir irgendwie kriegen können. Ja, sehr schön. Oh, Propangasgang. Den brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Die sind aber gleich lootmäßig voll. Wir können auch während des Looten erschossen werden. Oh, Waffenteile. Geil. Was hat er noch dabei? Brot, ein Schraubenzieher. Munition. Müssen wir mal gucken. Können wir doch alles mitschleppen, oder? Ja, können wir alles mitschleppen. Ich würde jetzt gehen. Das ist eine mega... Also so gut... Ohne Sch... Es ist tatsächlich... So gut lief es noch nie. Und wir können hier gleich extracten. Die Waffe ist aber auch gut. Ich habe am Anfang mit einer MG gespielt. MG bin ich gar nicht klar gekommen. So gut lief es im Livestream nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Du kriegst relativ wenig Erfahrungspunkte. Also wir waren jetzt, haben zwei Gegner getötet. Wir haben nur zwei Gegner getötet. Und wir haben Quest abgeschlossen auch gleich. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, welche. Und wir haben Arsch voll Loot rausgezogen. Ich hatte nicht, also in 5 Runden habe ich so viel Loot wie gerade rausgezogen. Wo ich überlebt hatte. Wenn ich überhaupt überlebt habe. Normalerweise, also sollte man jetzt sterben, was jetzt nicht passiert ist, sollte man sterben, während man draußen ist, verliert man nichts. Man verliert nur die Zeit praktisch. Alles, was du mitgenommen hast, bekommst du wieder. So, wir haben einmal hier haben wir überlebt. Wir haben hier ein bisschen, wir haben hier einiges finden können. Unter anderem Propan, Gas Tank und Screwdriver. Wir haben hier schon mal Raw Meat, 3 von 12 Raw Meat gefunden. War das seine Task? Materials? Nee. Nee. Und jetzt können wir Zeug beispielsweise auch verkaufen gehen. Müssen natürlich auch hier beispielsweise essen und trinken natürlich gleich wieder. Und ja.
War das deine Task? Ja, complete. Und jetzt können wir uns was aussuchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das letzte Mal Cooking genommen, das war nicht perfekt. Ich würde, glaube ich, ja, dass wir unsere Waffen reparieren können, das wäre wichtiger, wenn das denn so funktioniert. Wir nehmen es einfach mal Learning by Doing, Accept und nehmen das hier. Gain Reward. Und dann sagen wir neue Task, Step 2. 5 Banditen sollen wir töten, 5 Wölfe sollen wir töten und kriegen dafür eine Waffe. Unter anderem würden wir auch eine MKM kriegen. Dann sagen wir akzeptieren, back, trade. Und jetzt können wir ihm beispielsweise auch schon Dinge verkaufen. Aber ich würde ihm jetzt nur mal Zeug verkaufen, was wir jetzt erstmal am Anfang nicht brauchen. Das Fleisch brauchen wir für eine Quest. Das heißt, das bringt es nichts. Hier ist 200. Herzlichen Dank. Wir packen erstmal alles auch in unseren Stash rein, was denn geht. Den Topf würden wir übrigens noch verkaufen können. Aber im Moment haben wir Platz. Wir haben jetzt auch hier... Boah, die könnte man sogar irgendwie modifizieren damit. Kapazität 35 Schuss. Obwohl, da ist ein 35er. Zweites Magazin wäre das praktisch. Die Waffe würde ich verkaufen, glaube ich. Haben wir nur eine Waffe? Ne, wir haben zwei Waffen mitgenommen. Was ist das hier überhaupt? Eine Spider. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Namen sind nicht... Müsste trotzdem eine SKS sein und eine MKM. SKS und das M haben sie einfach rausgekriegt. Ich glaube, die dürfen den originalen Waffennamen nicht nehmen. Kann das sein? Waffenanbauteile hatte ich auch noch nicht. Alle Waffen. Visier und hier für eine Spider beispielsweise ein Schalldämpfer tatsächlich. Das hier, Suppressor, auch für eine Ding. Aber nicht für meine Waffe. Aber die würde ich auf jeden Fall, die Anbauteile behalten wir auf jeden Fall mal. Das hier behalten wir sowieso, das hier auch. Die Munition auf jeden Fall auch. Und den ganzen anderen Rest eigentlich auch erstmal. Das Buch können wir halt gleich lesen. News. Und können jetzt das hier machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da was Neues bekommen haben. Repair. Tatsächlich, jetzt können wir bereits Repair Kits herstellen. Und zwar Weapon Repair Kit. Minimum Duration, Maximum Duration. Cool. Das heißt, sie darf nicht unter 60% fallen. Und Armor Repair Kit können wir herstellen. Brauchen allerdings dafür natürlich Materialien, die wir jetzt noch am Anfang eh nicht haben. Aber das würde gehen. Und wir können jetzt unsere Waffe mit einem Scope beispielsweise verbessern. Also was wir natürlich verbessern hier, wenn wir das Scope jetzt beispielsweise wegnehmen, remove, haben wir die die Genauigkeit, haben wir damit erhöht um, ne, wir haben sie verringert. 3 Motive voll Weapons. Die geringer geht auch, akkuratige Recoil ist der Rückstoß. Damage ist 24. Das hier müsste eigentlich die Genauigkeit sein, die sollte erhöht worden sein. Oder ist das Ergonomics? Muss ich mir selber nochmal anschauen. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal ein Visier auf unserer Waffe drauf. Die anderen Waffen können wir verkaufen. Ja, ich würde jetzt erstmal die spielen. Ich komme mit der tatsächlich am besten klar. Und die hier können wir für 2800. Das war echt gut, die Runde. Gleich Gewinn gemacht am Anfang. Schon geil. Gleich alles vollgepackt. So, was wir jetzt hier brauchen. Wir müssen uns ausruhen irgendwann natürlich. Und wir brauchen jetzt Essen und Trinken bereits. Und zwar eine ganze Menge. Aber wir könnten uns auch eigentlich schon hinlegen. Wir können auch das Fleisch kaufen für den Reward oder für die Quest. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Was wir jetzt aber gleich mal machen werden, ist das hier. Konsum. Und hier von 68 steigt es jetzt auf 88. Ist wieder grün. Und damit haben wir ja, plus maximales Gewicht. Dann haben wir Brot unter anderem. Hunger um 10 verringert. Können wir da schon was craften mit? Irgendwas sinnvoll? Also wenn wir natürlich Food craften. Hier bräuchte man gekochtes Fleisch. Da, oh, hier können wir craften. Normales Brot können wir herstellen. Wenn wir hier irgendwas mit Wurst beispielsweise haben. Hier so ein Sandwich. Das stellt dann mehr Nahrung wieder her. Der ist dabei. Genau. Hunger 16 statt das normale Brot 10. Also 6 mehr dazu. Und wir verlieren nicht Trinken dabei. Aber wir machen es erstmal so. Und dann hauen wir uns mal so ein Brötchen rein. Und zoom. Kann man dann natürlich auch während des Gefechtes machen. Man kann dann keine Waffen benutzen. Auch wie in Escape from Tarkov. Also Essen solltest du sowieso im Idealfall dann gleich verbrauchen. So, hier haben wir null Auswirkung im Moment. Not tired. Stamina Regeneration. Das passt alles soweit. Ich würde gleich nochmal losziehen wollen. Das lief unglaublich gut. Munition haben wir noch. Wir haben jetzt einmal Müll dabei, aber das ist egal. Und jetzt sagen wir, want to leave, go. Und gehen gleich nochmal in Forest. Das lief unglaublich gut.
zwei Gegner gekillt. Ich bin froh, dass ich mir mit den drei da oben nicht angelegt habe, weil die mit ihren Schutzanzügen, ich glaube, die entweder die halten gar nichts aus und fallen mit einem Schuss um oder die halten einiges aus. Vor allem waren es halt zu dritt und wenn die auf einem Haufen stehen, schießen die sofort. Und sobald dich ein Schuss mal trifft, bist du auch im Arsch. Und Banditen, das waren, müssten zwei Banditen gewesen sein, könnt ihr in der Quest mal nachgucken, sind die einfachsten Gegner. Die haben nicht wirklich Rüstung. Bossgegner, da haust du ein Magazin rein, das interessiert dir absolut gar nicht. Auch wie in Escape from Tarkov. Bis wir so einen töten können, wird eine ganze Weile dauern. So, wir drücken mal M. Hier rüber, das hier ist die Stadt übrigens. Wir können jetzt hier extracten bereits. Wir markieren uns das Ganze mal. Oh, ist das schon dunkel? 16 Uhr, nö. Dringend nur. Wenn es dunkel ist, haben wir nämlich verkackt. Weil wir jetzt haben kein Nachtsichtgerät. Gibt's auch. Ja, okay, wir würden mal Richtung oder zählen mal Richtung Stadt gehen wollen. Wir brauchen noch Fleisch, also wir brauchen auf jeden Fall noch Wölfe. Wildschweine oder irgendwas anderes. Hasen wäre auch möglich. Die Dinger hier sind unglaublich viel wert, aber du verstrahlst dich jedes Mal, wenn du die Dinger aufhebst. Weiß ich nicht, ob das so günstig wäre. Aber hier, wir können die. Hier, du. Aber damit geht die Strahlung dann langsam hoch. Das hier? Achso, unbedingt verbauen. So, Rabe. Die fliegen normalerweise zu Leichen. Hier werden wieder Wölfe. Habe ich es nicht gesagt? Okay, wir haben 10 Erfahrungs bekommen. Also, wir haben nichts verloren. Wir sind jetzt gestorben, weil das zu viele Wölfe waren, die uns, eine Blutung, glaube ich, zugefügt haben und dann waren wir tot. Wir können gleich nochmal rein. Wir haben jetzt nichts verloren, außer die kurze Zeit, die wir drin waren. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, weil du, vor allem wenn du Loot hast, wir hatten jetzt noch keinen Loot, deswegen ist es völlig irrelevant, aber wenn du Loot hast, verlierst du den natürlich. Aber du verlierst jetzt weder die Munition, noch Waffen, noch sonst etwas. Ich glaube nicht mal, das müsste man mal testen, ich guck gleich mal, ob wir Wasser, Nahrung oder auch Haltbarkeit der Waffe verloren haben. Ich glaube allerdings nicht. So, mit dem Zug kommen wir mal gleich an. Die Map ist jetzt neu. Ich glaube, wir haben nicht mal Haltbarkeit verloren. Ne, 99%. Und wir haben Wasser. Wir müssen passen. Wir dürfen nichts verloren haben, glaube ich. So, wir kommen auch hier. Also, wie gesagt, random generiert raus. Hier oben. Ich würde jetzt trotzdem mal die Straße hochgehen wollen. Ich würde gerne mal in die Stadt. Also auch Tiere sind mega beschissen. Da hätten wir jetzt ein MG gebraucht. Da war unsere Waffe einfach schlecht. Also zu wenig Schuss, die wir hatten. So, überall wo die Strahlung wir hören, geht unsere Strahlung auch nach oben. Das ist gerade bei Gegenständen wie Trucks und so weiter, ist das leider immer der Fall. Deswegen, es gibt andere Strahlenpillen, die man... die wir nehmen können. Steht daneben der Strahlung. Das war ein Einzelner, oder? Wenn die in der Pamba stehen, ist das meistens ein Einzelner. Hoffe ich. Ich glaube ja. Ja, gut Zeug dabei. Ah, nur eine Schrotflinte gab. So, nachladen. So, und jetzt sind wir schon bei 1, die Strahlung geht aber, glaube ich, auch runter, wenn du kannst Alkohol trinken, dass die Strahlung runtergeht und so weiter und so fort. So, wir müssen nach rechts, da fängt irgendwie Stadt an. Also bis jetzt läuft es nur so gut, weil ich eben die Fernkampfwaffe habe und auf Fernkampf die Leute tatsächlich recht sicher mit zwei Schüssen platt machen kann. Zumindest die Banditen. Wie gesagt, es gibt gepanzerte Einheiten, die kriegst du nicht tot. Da ist ein Ghoul. Die sind scheiße, die kommen auf einen zu, die spucken auch irgendwie. Ah, die haben auch Fleisch unter anderem. Das wir brauchen. Okay, und ein Ghoul ist zumindest kein anderer. Ghule werden auch von den Banditen oder von den anderen Fraktionen bekämpft. So, da ist nichts drin zum Loot. Ah, guck mal, hier beispielsweise, das schießt jemand nicht auf mich, sondern auf jemand anders. In der Stadt ist halt auch viel los, aber hier gibt es eben auch den besseren Loot.
Weil hier ist schon ein bisschen was los. Und hier, die Vögel zeigen letztendlich mal an, wenn du einen Vogel siehst, weißt du, das liegt irgendwo ein Toter. Ja, da hinten war doch einer. Na, nee, war es fast. Wenn du weit genug weg bist, sehen die dich meistens nicht. Meistens. Aber es gibt auch welche, die Scharfschützengewehre haben. Auch hier kannst du in den... Da hinten ist was los. Da ist keiner. Fitness Level 1 haben wir gerade bekommen. Ich würde zumindest gern ein bisschen was hier versuchen mitzunehmen. Das ist eigentlich so ein Kissen, was ich bräuchte. Aber hier kannst du auch nichts looten. Ich war halt auch schon Schritt. Das ist so eine mit Rüstung. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Boah. Ja. Der hat gerade ein Magazin gefressen. Er ist aber auch alleine, oder? Ich hoffe, der Dude war alleine. Was ist das aus? Die Milch können wir gleich mal... Einmal trinken eigentlich. Wodka hat er dabei. Und eine Musin hat er dabei. Und wir sind jetzt schon überladen. Wir können nicht mehr rennen. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir irgendwie was essen können oder sonst was. Am besten hier drin. Ich würde mal das hier. Rotten Milk. Ja, Radiation. Die Radioaktivität steigt. Aber wir nehmen das jetzt mal in Kauf. Und hauen uns hier ein bisschen Zeug rein. Einfach damit wir auch das, damit wir ein bisschen was, Salz, damit wir ein bisschen was leer kriegen. Wir sind bei 19 Kilo. Die Waffen sind natürlich schwer. Ah, guck mal, die können wir in den zweiten Slot und, oh. Ich wusste nicht, dass dann wir die Kilo nicht haben. DVD-Drive. Oh, was ist das? Lead to the office room in the mall. Basement. Es gibt Schlüssel. Papers. Ist das hier Wein, oder? Red Wine. Papers, DVD Drive. Was haben wir eigentlich schon? Ich würde mir, glaube ich, nochmal die Milch reinziehen. Ich würde es, also wir haben die Tasche voll, wir haben zwei Gegner gekillt, wir haben einen mit einer Musin. Wir haben jetzt eine Musin. Leider ist die bei 30%. Die Waffen sind tatsächlich immer recht bescheiden, wenn du die von Gegnern lootest. Aber jetzt können wir eigentlich schon gehen. Wir gehen nach unten. Aber wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, zwei Gegner, die so in der Pampa rumstanden. Da ist ein Versteck. Scheiße. Hat er mich erwischt? Nee. Okay, den können wir nicht mitnehmen, aber das Fleisch können wir noch mitnehmen. Zwei Wildschweine. Die wurden eigentlich nur als Versteck. Hier ist ein. Da ist auch noch ein Wildschwein. Ah, die haben Spieler getötet. Die brauchen auch Oberschuss. Und das hier ist ein Versteck. So, beim Nachladen kannst du nichts machen. Das hier, die M-Counter. Rotten Salami. Crab Food. Zippo. X. Okay, wir sind überladen, aber ganz knapp. Ich würde hier nochmal gucken. Also die töten tatsächlich auch Spieler. Wir haben jetzt echt gutes Zeug dabei. Steckt das? Nee. Hydroboxid. Weapon Repair Kit. Jetzt müssen wir mal aussortieren. MKM, aber die ist im Arsch. Ein Salami-Sandwich, das können wir konsumieren. Wir können jetzt abgeknallt werden, theoretisch übrigens. Wenn wir essen. 26 Schuss, die nehmen wir natürlich mit. Die Zigaretten nehmen wir natürlich mit. Wir sind jetzt nicht überladen. Rotten Cheese. Rotten Egg. Das hier nehmen wir nur mit. Ja, die nehmen wir. Kann ich? Die Schrotflinte will ich nicht. Ich nehme lieber die MKM mit. Dann nehme ich lieber die Teile mit. Okay, jetzt können wir noch rennen. Schauen jetzt, dass wir jetzt schnellstmöglich hier rauskommen. Das war super. Und es wird dunkel. Es gibt... Oh.
Wenn das kommt, müssen wir ganz schnell weg, weil wir, ja, fucking looten. Auf der 4. Wir haben Blutung bekommen durch Radioaktivität. Wir können die verwenden, bekämpfen. Die geht allerdings, ja, die wird immer wieder kommen. Weil wir radioaktiv verseucht jetzt sind. Mega bekloppt. Ja, da wäre auch noch ein Hütchen. So aufpassen, dass uns nicht irgendeiner wegmacht. Wenn die Blutung aufgeht, dass wir die Blutung schnellstmöglich wegmachen. War ich hier schon drin? Nee. Eine Batterie können wir noch mitnehmen. USB-Stick, cool. Ding nehmen wir noch mit. Shampoo nehmen wir nicht mit. Wires können wir noch mitnehmen. So ein Zippo-Ding können wir noch mitnehmen. Das lassen wir liegen. Du kannst da nicht alles mitschleppen. Ist irgendwo klar. So, da dürfen wir nicht durchlaufen durch den Busch. Aber hier ist unsere Extract-Zone. Zwei mega coole Runden. Auch hier. Das ist so viel habe ich auch noch nie gekriegt. Es läuft sehr gut. Also das ist, glaube ich, meine... Die MKM ist meine Waffe. Oder die SKS ist meine Waffe, glaube ich. Auch wieder ein bisschen was von der Quest abgeschlossen. Es gibt auch Nachtrunden. Also du kannst tatsächlich auch nachts hier rein. Aber wir sind jetzt... Ah, no, nicht radioaktiv. Okay, jetzt ist das Radioaktive wieder weg. Aber wir sind auch... Energie ist raus. Und wir sind... durstig. So, hier kommt erst später wieder was dazu. Wir können natürlich jetzt hier auch Zeug verkaufen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir einen DVD-Drive und so weiter bräuchten. Was wir auf jeden Fall weglegen, ist das hier. Das. Erstmal die ganzen Quest-Items. Die können schon mal weg. Die ganze Munition würde ich auf jeden Fall mal behalten. Den USB-Stick behalten wir auf jeden Fall mal. Zumindest in Escape from Tarkov ist das Ding unglaublich... Ja, es ist auch viel wert. 300. Es ist unglaublich wertvoll. Die leeren Flaschen behalten wir auf jeden Fall mal zum Craften. Das hier auch. Das ganze Essensgedönse. Den auch. Jetzt weiß ich nur nicht, was wir eben brauchen, wenn wir hier... Mod Weapon. Ist hier was dabei, was uns was bringt? Dena Magazin nur, Handguard nichts. Nee. Limousin. Gar nichts dabei. Aber die ist bei. Zwei, die macht halt 52 Schaden. Der Schaden ist krass. Der Recoil auch mega hoch, aber der Schaden ist krass von der Limousin. Limousin würde ich tatsächlich behalten wollen. Die MKM, die können wir eigentlich verkaufen. 864 bringt die uns. Die Mustin würde ich mal als Backup-Waffe behalten wollen. Ja, unser, also wir haben hier noch mehrere Reiter, die wir vollhauen können. Aber ja. Krasse Runde bis jetzt. Wait. 800, die werden wir los. Die Zigaretten können wir auch gleich mal verkaufen. Ein Feuerzeug verkaufen. 12.000. Den ganzen anderen Rest brauchen wir halt auch zum Bauen letztendlich. Können wir das hier Christmas Event Modular... Hiermit können wir unseren Stash erweitern. Genau, und hier sehen wir, was wir zum Bauen brauchen. Wir brauchen hier beispielsweise eben das Kit. Wir brauchen noch Rohre, bräuchten wir hier noch. Und einen Hammer bräuchten wir noch. Hier, oh, Kochtöpfe brauchen wir auch. Glühbirnen brauchen wir. Was ist das hier? Seife, oder? So, ja, Seife. Schläuche. Ah, guck mal, hier hätten wir Dings gebraucht. Tatsächlich auch dieses Scrap Food. Ah, hier, Wodka. Also, eigentlich kannst du alles aufheben, was du... Guck mal, sogar den Gameboy gibt's. Eine Portable Konsole. Sogar das gibt. Hier für die Armor Crafting. Wir brauchen unbedingt einen Hammer. Handelbank, um Energie zu regenerieren und so weiter. Küche wäre ganz interessant. Aber auch hier brauchen wir Gabeln, Löffel und so weiter. Also das müssen wir alles erst einmal rausschleppen. Das heißt, wir werden erstmal, glaube ich, alles einlagern, was wir irgendwie einlagern können. Das Problem ist, ich weiß halt noch nicht, was brauchst du, was brauchst du nicht. Ja. Und hier haben wir jetzt eine 98%ige Haltbarkeit. Gut. Weil wir auch noch nicht gestorben sind, großartig. Radioaktivität 0 von 15. Hier können wir natürlich auch mal gucken. Task. Collect 12 Raw Meat. Das sollten wir... Haben wir das? Nö. Steht jetzt nichts dabei, zumindest. Wie sieht es bei den Quests aus? Es waren keine Banditen, die wir gekillt haben, auf jeden Fall. Und Wölfe haben wir auch noch keine gekillt. Wir haben hier, haben wir bereits Nägel, haben wir genug. Davon fehlen uns noch drei Scrap Material. Fehlen uns noch ganz viel. Aber Scrap Material können wir, glaube ich, selber herstellen. Und 7 von 12 Raw Meat haben wir erst. Also wir brauchen Wölfe als nächstes. Aber was wir jetzt dann erstmal brauchen, ist Schlaf. Schlafen können wir in Betten. Wir können uns später natürlich auch ein eigenes Bett craften.
Also dadurch, dass wir jetzt nur einmal gestorben sind und zweimal überlebt haben, das Spiel ist eigentlich extrem schwer und lief so gut noch nie. Deswegen seltsam, aber mir soll es recht sein. Wir schlafen jetzt mal. Allerdings nehmen wir jetzt Wasser und Nahrung nimmt mega ab. Hier. Und da wieder hochzukommen ist echt schwer. Und hier haben wir jetzt eben einen Malus. Wir verlieren jetzt beispielsweise schon 1,5 Kilo, weil wir zu wenig Nahrung und zu wenig Wasser haben. Aber der nächste Tag, und jetzt müsste er hier, genau, jetzt hat er nämlich wieder neues Wasser, neue Nahrung für uns, die wir uns kaufen können. Das machen wir natürlich auch gleich mal, die Dinger kaufen wir auch. Wir können auch hier Fleisch kaufen, kostet aber 150 und diese 1600 geben wir gleich wieder aus. Wir können uns auch größere Rucksäcke kaufen natürlich bei ihm, was auch geht hier beispielsweise. Gewicht von 10, Gewicht 11 Kilo. Movement Speed haben wir hier plus 10%, Ergonomics plus 15%. Und es gibt auch diese School Bags und was weiß ich. Hier gibt es auch Kopflampen und eben die Rüstung hier. Die wäre ganz cool, weil je mehr Armor das ist, desto besser kannst du. Oder du kannst ab und zu mal getroffen werden. Und die 762 Munition bräuchte man an und für sich auch. Und Waffenparts, ja, kommen dann mit den Quests dementsprechend. Gut, für den ersten Eindruck. Oh ja, 14 Minuten die erste Folge, ist gar nicht so schlecht. Den ersten Eindruck sollte das, glaube ich, jetzt erstmal genügen. Ich hau mir hier noch Wasser rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Dann hoffentlich exakt genauso erfolgreich weiter wie gerade eben. Also es war echt... Das war schon richtig gut. Ja, nur Wasser 66. Das war echt richtig, richtig gut. Ich hoffe, wir können das dementsprechend so beibehalten. Müssen wir mal gucken. Du frisst halt auch 10 Brot, dass du einmal voll wärst praktisch. Also jetzt hier 71. Jetzt haben wir keinen Malus mehr drauf, aber gut... Viel haben wir immer noch nicht dazu bekommen. Das hier ist Hunger 18 immerhin. Und hier musst du halt auch schauen, dass du immer hoch bist, damit wir den ganzen Loot rausschleppen können. Wenn wir denn welchen kriegen. Das ist wiederum die andere Sache. Deswegen können wir jetzt auch gleich schnell nochmal... Das machen wir schnell in der Folge. Komm nicht zum Ende. Ich merke schon wieder. So, können wir gleich mal craften. Und die Dinger wandern dann automatisch hier bei uns rein. Und so können wir jetzt beispielsweise nochmal Wasser auffüllen. Wie viel gibt eigentlich so eine Wasserflasche? Auch nur 10, oder? Oder was? Oder 20? 20 immerhin. Also auch hier passt... Voll. Und hier haben wir plus 1 Kilo maximales Gewicht. Also wir können sogar 1 Kilo mehr schleppen. Das geht aber halt runter, wenn du unterwegs bist. Ja, und das haben wir jetzt dann Loot rausgezogen. Das ist schon mal nicht schlecht. Was mir noch ein bisschen fehlt, Autosortierfunktion oder sowas, aber da müssen wir mal gucken. Und das Fleisch geht nach später weg. Und dass wir einen Schlüssel gefunden haben, ist cool. Office Room in the Mall. Basement. Da haben wir dann aber, glaube ich, auch irgendwie mit Strahlung zu kämpfen. Wir müssen mal schauen. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen für diese Folge. Bis zur nächsten Folge bei Zero Sieber. Vielen Dank. Ciao, ciao.